Hallo Dominion-Freunde, ich habe eine neue Combo für euch. Ich wünschte, es gäbe sie nicht, denn die Karte Neubau ist an sich ja schon stark genug. Brauchte sie wirklich noch eine weitere Combo? Aber in der Plünderer-Erweiterung haben wir das Ereignis Vergraben bekommen. Es kostet 1 und erlaubt es uns, eine Karte aus dem Ablegestapel unters Deck zu legen. Der Neubau ist ja schon ziemlich stark. Ein Nachteil, den er hat, wenn er einen anderen Neubau beim Suchen einer Punktekarte überspringt, dann kann man nicht alle Neubauten spielen. Und man hätte natürlich gerne seine Neubauten so oft wie möglich in der Starthand. Und genau das kann das Ereignis Vergraben bewirken. Ich habe hier ein Testspiel für euch, wo das Ganze extrem stark war. Und schaut es euch gerne an. Ich wünsche euch viel Spaß damit und los geht's. So, dann schauen wir uns mal an, wie stark das Ganze wohl so ist. Wir öffnen mit Silber. Und wenn wir einen 3-4er-Start haben, können wir das zweite Silber, das erste Silber auch gleich einmal vergraben und dann das zweite Silber kaufen. Und haben jetzt hier 7, was egal ist, aber es ist natürlich ein bisschen unglücklich, dass wir jetzt so das ungleichmäßig verteilt haben, aber nicht so schlimm. Und können auch gleich einmal unseren Neubau, den wir gerade gekauft haben, und das Deck graben und auch gleichzeitig die 2 Silber, die wir hier haben, auch wieder vergraben. So. Dann können wir einen zweiten Neubau kaufen. Erster Neubau gespielt. Ein zweiter Neubau gekauft. Hier können wir jetzt zweimal vergraben, die beiden Neubauten nach unten legen. Und nochmal vergraben, Silber nach unten legen und nochmal vergraben. Die letzte Karte, die wir jetzt vergraben, werden wir am Anfang des nächsten Zuges nicht ziehen. Deswegen vergrabe ich das Anwesen. Das werden wir dann nämlich gleich mit dem Neubau entsorgen können. Dann machen wir das. Neubau spielen. Nennen Provinz, nochmal nennen Provinz, hätte man auch Herzogtum nennen können, aber ja, habe ich jetzt vergessen. Und wir haben, glaube ich, nur eine Provinz auf dem Ablagestapel, das heißt, wir kaufen einfach ein Silber. So, hier können wir wieder vergraben. Wir hätten auch noch einen Neubau kaufen können, aber wir gucken mal, wie gut wir nur mit 2 Neubauten hier erstmal zurechtkommen. Und kaufen noch ein Silber. Haben 3 Karten da, machen mal 2 Silber auf den Nachziehstapel und beenden das, haben, hoho, können eine straight Provinz kaufen plus einmal vergraben. Also so glücklich wird es zwar nicht immer sein, aber wenn es dann mal so kommt, kann man das ja ausnutzen, oder? Provinz und Neubau nach oben gelegt. Wahnsinn. Jetzt haben wir, glaube ich, nur Provinzen. Ne, wir haben noch ein Herzogtum, soweit ich weiß. Wir können es ja mal eben testen. Ja, ein Herzogtum haben wir noch. Haben wir was Gutes geskippt? Ne. Also ein Neubau ist hier noch unten. Und Silberherzogtum kaufen wir ein weiteres Silber. Gegner kauft auch eine Provinz. Und jetzt haben wir nur noch 4 Provinzen im Deck, wie wir auch an unseren Punkten sehen. Deswegen nennen wir jetzt Anwesen, damit sich eine Provinz entsorgt in eine andere Provinz und kaufen ein Herzogtum. Ja, und der Gegner hat das Spiel beendet. Wir hätten es jetzt aber auch in Zug 13 geschafft und haben 27 Punkte. Wären wir noch an den Zug gekommen, hätten wir nochmal 6 Punkte mehr gehabt, ein Herzogtum in eine Provinz gemacht und ein Herzogtum gekauft. Ich muss sagen, ich war überrascht, wie stark das sogar geklappt hat. Und wenn ihr noch weitere starke Kombos sehen wollt, habe ich hier noch ein Video verlinkt, wo der Quartiermeister, ebenfalls eine neue Karte, eine extrem starke Kombo mit dem Garten bildet. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt, um weitere solche Kombo-Videos immer frisch von mir präsentiert zu bekommen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.